eine Neuheit hier auf dem Caravan Salon in Düsseldorf. Wir sind bei Jotty Line. Wir haben hier einen Van, den 60 FT. Neben mir der Karl Schlüssel. Hallo Karl. Hallo Sandra, schön dich zu sehen. Ja, danke. Ich werde euch das Fahrzeug einmal ein bisschen vorstellen und der Karl unterstützt mich dabei, beziehungsweise übernimmst du hier das Ruder. Du kennst die am besten die Fahrzeuge. Wir haben hier einen Van von Ford und du hast schon was mit der PS-Zahl gesagt. Das ist ja ein Statement. Das Interessante ist einmal für Jotty Line, dass er auf Ford ist. Das ist mir eine ganz wichtige Geschichte. Die Kastenwagen sind ja heute ein großes, großes Thema nach wie vor. Mhm. Das meistverkaufte Marktsegment in Deutschland oder in Europa. Ford spielt ja mittlerweile in der obersten Liga mit. Und Jotty ist natürlich bekannt als manchmal der Preisbrecher in dieser Branche. Von der Qualität her, jeder kennt Rapido, sehr viel Rapido-Gene mit dem Fahrzeug enthalten. Sehr hohe Verarbeitungsqualität. Und La Marca ist ja der Importeur für fast halb Deutschland. Und man muss wirklich sagen, Preis-Leistung, du wirst es sehen, ist halt einfach phänomenal. Wir starten hier bei roundabout bisschen über 60.000 Euro mit wirklich 170 PS. Ja. 170, nicht irgendwie 120, sondern 170. Also der hat Power. Der hat Power und ist schon ein 3,5 Tonnen Chassis, weil oft gibt es ja Aufpreis, Heavy Chassis, 3,5 Tonnen, 140 auf 180 PS und. Und am Schluss steht oft auf der Uhr 7, 8, 9 als erste Zahl. Und hier muss man sagen, wirklich mit Alufelgen, mit Markise sind wir hier bei roundabout 63.000 Euro. Ja, das ist eigentlich günstig. Wir waren vorhin bei einem anderen Hersteller, der hatte da einen Kastenwagen für, ich glaube, 150.000 Euro stehen. Aber das war auch wirklich Premium auf Mercedes-Basis und da kostet natürlich das Fahrgestell schon eine Stange Geld. Ja, klar. Ne? Du kannst den natürlich auch in einer abgespeckten Version haben, ohne die 170, ohne Markise, ohne Metallic. Mhm. Dann startet er roundabout bei 54.000 Euro. Mhm. Und dann ist das natürlich schon eine gewaltige Ansage. Und ja, ich habe mir ihn vorher noch mal ein bisschen angeguckt, bevor ihr gekommen seid. Also guck mal, das ist also wirklich auch schön verarbeitet. Ja. Moment, ich würde gerade einmal, hier sind bestimmt die Gasflaschen, beziehungsweise lassen die sich hier anbringen. Und auch hier das Bett lässt sich hochklappen. Ne? Das lässt sich dann hochklappen. Lattenrost in der Mitte, also nicht nur ein einfaches Brettchen reingelegt, wie oft der Fall ist, sondern du hast also hier schon was Ordentliches auch zum Liegen, eine tolle Liegefläche. Und der Rest ist natürlich die typische Jotty-Line-Qualität, die man ja heute aus den Jotty-Lines ja überall kennt oder früher PLA. Woher kommt die? Tuscany-Style, also aus Italien. Exaktamente. Aus Italien. Wir waren auch in der Toskana dieses Jahr bei einem anderen Hersteller. Okay. Wo genau kommt das her? Es ist in der Nähe von Poggibonsi oder Siena. Man sieht sie auf den Bildern auch. Das ist also ganz schön gemacht. Mhm. Das ist unweit des Werks. Also da sind diese kleinen, wunderschönen, verträumten Orte, wo man ein bisschen Wein, ein bisschen Schinken, Käse mampfen kann, sich mit dem Wohnmobil da irgendwo hinstellen. Also, wart ihr mit dem Wohnmobil unterwegs? Nee, wir sind geflogen nach Pisa und waren in San Gimignano. Das ist gleich nebendran. Ja, da also sind wir nämlich da. Das war ein schönes Erlebnis. Aber wir träumen später und stellen euch das Fahrzeug noch ein bisschen näher vor. Hier, Flo, wenn du einmal auf den QR-Code draufhältst, ihr könnt euch hier kurz mal das Video pausieren, QR-Code scannen und dann habt ihr auch alle Informationen parat. Und dann würde ich sagen, begeben wir uns ins Innere. Und was natürlich nicht fehlen darf, ist hier das Insektenschutzgitter. Ist hier auch cool gelöst mit so einer, ist das Standard oder das ist das Standard speziell für die Messe? Weil natürlich diese Insektenschutzgitter für die großen Türen von fast keinem Hersteller angeboten werden für Ford. Mhm. Das gleiche Problem haben wir auch mit Iveco und Jotty Line hat das ganz pfiffig gelöst mit einer Verlängerung. Und damit hast du das Ganze natürlich drin. Kann man auch einbauen. Das ist eben eine sehr tolle Idee, was sie da gehabt haben. Ansonsten ist er innen zweckmäßig, elegant gebaut, im Stil der heutigen Zeit. Ja, auch wieder helle Hölzer, ja, helle Oberflächen.
Und der Flo wollte hier gerade schon den Kühlschrank öffnen. Ist der vielleicht irgendwie so, geht er doch auf. Auch hier am Eck, damit man die Arbeitsfläche noch zusätzlich erweitern kann. Kühlschrank darf natürlich nicht fehlen. Ne? Also im Übrigen für die Zuschauer, der hat hier nur eine Fläche reingelegt bekommen, damit keine Kratzer am Boden sind. Aha, ja. Weil wir sind ja schon gefragt worden, ob der Wellen schmeißt. Das sieht immer auf dem Video so aus. Nein, das ist nur für die Messe. Mhm. Ja, auf der Messe kommen natürlich sehr, sehr viele Besucher. Und da kann es natürlich auch sein, dass das ein oder andere kaputt geht. Weil nicht jeder so umsichtig mit allem umgeht wie der Besitzer. Aber es ist natürlich auch eine tolle Möglichkeit, die Fahrzeuge einmal zu präsentieren und natürlich auch Kunden zu gewinnen. Wie ist so aktuell? Wie ist das jetzige Fazit von den bisherigen Messetagen? Läuft's gut? Es ist anders, wie es die Jahre vorher war, muss man natürlich fairerweise sagen. Wir haben hier 7 Stände. Es werden bestimmte Produkte und es werden vor allem Innovationen gesucht. Mhm. Die Leute suchen nicht mehr diese Massenware aller bestimmter Fabrikate, sondern wir sehen zum Beispiel einen sehr hohen Zulauf auf Atlantis, Nortant. Mhm. Man will was anderes haben für sein Geld. Ja. Und es ist jetzt auch die Zeit dafür, wieder Innovationen zu bringen, neue Ideen zu bringen, neue Fahrzeuge, weil die letzten 3-4 Jahre stand ja alles fast still. Ja, natürlich. Die Corona-Pandemie, ja. Aber nach der Pandemie gab es ja auch eine große Nachfrage, weil natürlich jeder, statt irgendwie in Hotels zu gehen, dann lieber sein eigenes Zuhause sozusagen Richtig. Auf Rädern hat. Ne? Es ist natürlich auch so, man darf ja nicht nur unterschätzen, es gibt ja nicht nur Deutschland als Land. Es gibt ja viele europäische Länder, die jetzt das Campen dadurch erst entdeckt haben. Mhm. Früher war es ja immer so der Klassiker, Deutschland, Frankreich, Italien. Aber wir haben einen sehr hohen Zulauf auf Polen, gerade was Ford betrifft. Die haben ja diese 2-Liter-Regelung. Dann Rumänien, Bulgarien boomt absolut. Wir haben Importeure in den baltischen Ländern. Die sind natürlich richtig jetzt auf den Geschmack gekommen. Also der Markt ändert sich, aber eigentlich zum Positiven auch für uns. Ja, dass sich die Zeiten ein bisschen ändern, das ist klar. Aber wenn du sagst, es ändert sich zum Positiven. Hier sehen wir zum Beispiel Messebesucher, die dann einfach mal ihren Abfall hier in die Schubladen stellen. Das ist mal ganz nett. Man hinterlässt uns das einfach, damit sie wissen, es war Lavazza. Huch, was haben wir eine Marke genannt? Badezimmer, auch hier haben wir wieder ein schönes, geräumiges Badezimmer. Und man kann hier das Ganze einmal umklappen. Vielleicht kann es einfach ziehen. Wir haben hier ein magnetisches System und dann hat man hier seine Duschkabine. Also für einen Van hat man hier auch schön viel Platz. Viele kleine Möglichkeiten mit eingebaut, ja. Um sich da mal abzubrausen und auch hier nochmal schöne Ablageflächen und eben das Bett. Und hier auch wieder ganz viele Schränke mit Pushlocks, Lampen. Hier auch noch ein Schrank. Also auch hier jeder Zentimeter optimal genutzt. Also man hat hier nicht versucht, jetzt einen Schickimicki-Van zu bauen, sondern wenn man jetzt davon ausgeht, bei 53.000 Euro, wo es losgeht, du hast eigentlich alles herin, was man so braucht. Man kann, ich würde immer die größere Motorisierung natürlich nehmen beim Ford, die 170 PS. Du hast eigentlich alles hier, sieht schick aus, ist knuddelig, ist 6 Meter Länge. Eigentlich alles, was man so an Bord braucht für einen Urlaub, für einen Kurzurlaub oder auch geschäftlich. Man kann das Auto halt einfach für alles nutzen. Und die Verarbeitung ist halt wirklich sehr, sehr hochwertig. Da kann man wirklich noch das Wort Preis-Wert nehmen, bekommt wieder eine neue Bedeutung. Und ich muss sagen, wir sind total überrascht gewesen, wie das Fahrzeug das erste Mal aufgetaucht ist. Ja, ich zeige gerade, hier muss man, glaube ich, was entriegeln, um... Sollte, wenn es nicht für die Messe festgemacht wurde. Ja. Das ist, glaube ich, für die Messe, ja. Damit hier nicht immer... Nicht den ganzen Tag jeder schiebt und drückt. Kann so ich, genau, den Tisch kann ich aber auch entfernen, ne? Den kannst du auch nach außen nehmen. Gibt es ein Gestell dazu, dann kannst du den letztendlich hier anflanschen. Mhm. Oder du kannst natürlich hier ausziehen und dann hast du wirklich... Viele Möglichkeiten. Gemütlicher Sitzbereich. Und wie ist so dein Fazit, so Kastenwagen versus großes Reisemobil? Was ist aktuell eher gefragt? Stückzahlmäßig natürlich Kastenwagen. Wir werden später auch zu Fürgog gehen. Das ist ja einer der Hersteller, der durch die Decke geht gerade im Moment in dem oberen Kastenwagensegment.
Die Leute suchen bestimmte Fahrzeuge, wie ich schon gesagt habe, ausgefallene Fahrzeuge. Wir lassen uns einfach überraschen. Es wird eh wieder das Problem mit den Lieferzeiten irgendwann geben. Ja. Und man sollte halt rechtzeitig gucken, sein gutes Stück zu sichern. Ja, rechtzeitig reservieren und bestellen. Was haben wir noch? Wir haben Thoma-Heizung. Ja. Und hier die Schaltzentrale. Mit genau, von Schotti. Die ist die gleiche, wie wir in den Reisemobilen haben. Gut, dann gehen wir raus. Einmal noch der Schwenk. Sehr gut. Ich sehe gerade, der Kollege muss bald den Akku wechseln, oder? Ja, Caravansalon Düsseldorf, Giotti Line. Schöne Fahrzeuge. Karl Schlössl, vielen lieben Dank. Sandra, es hat mich wie immer gefreut. Sehr schön. Schönen Tag. Ja, euch danke ich ganz herzlich fürs Einschalten. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns ein Like, kommentiert auch fleißig und abonniert German Television. Yes. Bis bald. Ciao.